Hier in diesem Raum ist nichts magisch. Dir sag. Ja, es ist nichts magisch. Gut. Interessant. Mach jetzt den Sarg auf. Ach, ich muss mal in Neugier. Ich habe ja keine Totenmark, ich habe bloß Neugier. Selbstbeherrschung, Schwert um Neugier, genau. Sekunden, Neugier ist, glaube ich, bei mir 7. Ja, würfeln wir mal das eine Selbstbeherrschungsprobe und dann können wir gucken, ob das knapp ist oder nicht. 20, 14, das sieht kritisch aus. Ich würde probieren, diesen Sarg zu öffnen. Finde ich irgendwelches Werkzeug, um diesen Sarg zu öffnen? Findest du auch, ja. Unten im Keller. Dann würde ich diesen Sarg öffnen. Mhm. Kannst aufbrechen, ansetzen, hebelst ein bisschen. Es dauert tatsächlich und kratzt auch weiter dran herum. Und wenn du es dann aufstemmst, dann siehst du da drin eine Leiche. Stinkt widerlich, süßlich, so ein bisschen nach vergorenem Honig, würdest du meinen. Und nach alten Bandagen. Ist an der Leiche irgendetwas, also ist an der Leiche Schmuck oder Ringe oder Amulette oder etwas dergleichen zu sehen? Du kannst sehen, dass die Hände mit Ketten umwickelt sind. Aus was? Normaler Stahl, würdest du meinen. Das ist ja eher ungewöhnlich für eine Mumie, für einen Toten, wenn er noch in einem Grab kettet. Die Ketten sind lose oder sind die am Sarg befestigt? Die laufen dann unter dem Körper entlang, also einmal zusammengebunden die Hände und dann laufen die unter dem Körper, vielleicht sogar auch dann mit dem Sarg verbunden, ja. Nun, mein lieber Freund, du scheinst wohl nicht der ewige Dunschirban zu sein, sondern eher wahrscheinlich ein Diener. Schauen wir mal, was du uns erzählen kannst. Ich würde mir mal den Leichnam angucken, ob ich feststellen kann, woran er gestorben ist. Boah, Anatomie bei einer Mumie. Plus 15. Wow. Also der ist jetzt 1200 Jahre tot. Du stichst so ein bisschen rein. Das Fleisch ist immer noch weich, wenn es denn erhalten ist. Gibt so ein bisschen ekelhaft nach. Kannst du noch so ein bisschen die Bandagen abziehen. Und die Haut ist gummiartig, möchtest du meinen. Hat also nicht mehr wirklich was mit Haut zu tun. Und hat sich auch schwarz verfärbt. Und wenn du dann mit deinem Skalpell, was du dann herausfischst, so ein bisschen dann rumschneidest, ja, also Todesursache. Gibt es so schwere Staffeln zum Kopf zum Beispiel? Oder nein, Einstiche? Nein, keine Einstiche. Woran bist du wohl gestorben? Und warum hat man dich hier gefesselt? Rätsel. Also du weißt, wenn der Sultan stirbt, dann werden seine Diener mit ihm beerdigt. Ja, man fesselt die normalerweise nicht, oder? Normalerweise nicht, nein. Kann ich ihn probieren, leicht anzuheben und gucken, ob er irgendwo drauf liegt auf irgendetwas? Ja, kannst du machen. Dann soll ich das machen. Vorsichtig, mit dem Stab so runterhebeln und gucken. Also unter seinem Rückgrat sagen, dann ein bisschen hochhebeln und gucken. Das ist jetzt natürlich übelst Leichenschändung. Ich weiß. Also die Ketten sind tatsächlich mit dem Sarg verbunden, sodass er da nicht mehr herauskommt. Die Hände lagen vor ihm auf den quasi Beinen oder dem Becken da zusammengebunden und dann eben die Ketten wieder nach unten an den Sarg gebunden, sodass er da nicht rauskommt. Ansonsten gibt es keine weiteren Ikonografien, also zumindest nicht im Inneren, weder auf dem Boden noch auf dem Deckel, da ist nichts weiter. Das ist dann alles draußen auf dem Sarg. Kann ich sind das Bilder, kann man da irgendwas draus ablesen, eine Geschichte vielleicht? Nee, so ausführlich ist es nicht. Okay. Ja, dann würde ich den wieder ordentlich hinbetten und den Sarg wieder verschließen, ordnungsgemäß. Tja. Was wollte er von dir? Das kannst du ja alles Kanesetianer fragen, wenn du ihn triffst. Die Zeit schreitet voran. Dann Boltax, hast du was? Ja, nein, ich warte auf dem Schiff, bis meine Einkäufe ankommen. Namentlich 2 große Käseräder,
für das letzte einsame Mal den ersten wichtigen Schritt des Zwergenbrauchs der Hochzeit. Okay. Dann kommt eine Flasche Trüffelöl. Dann kommen zwei etwa, zwergengroße Steine, die sehr ähnlich aussehen. Ein großer Klumpen Eisen. Dann kommt eine verschieden große Menge an Hopfen und Malz. Es kommt etwa 300 Seiten Pergament und feinstes Drachenleder. Und es kommt eine Salbe, die Boltax wohl extra in Auftrag gegeben hat. Ja, das ist erstmal alles, was im Laufe des Tages noch an Objekten an das Schiff geliefert wird. Und Boltax delegiert die relativ zielstrebig in seine Kajüte. Entschuldigt, Meister Boltax? Worum geht es? Ich muss euch leider sagen, dass ihr jetzt mit 300 Dukaten in der Kreide steht. Ja, das ist in Ordnung. Das wird Abel mir schon zahlen. Ich wollte es euch nur mitteilen. Ihr hattet sehr lange sehr, sehr viel Geld. Nun allerdings müsst ihr die nächste harte Zeit arbeiten für... Ich arbeite immer. Ich muss ein bisschen weinen, wenn ich sehe, dass ihr innerhalb von einem Tag mehr als 10.000 Dukaten ausgegeben habt. Das Herz will, was das Herz will. Und in dem Fall wollte das Herz genau das. Ja. Bekomme ich ein Stück Käse? Später, Rumpel. Später. Das ist für die Hochzeit wichtig. Ach so, okay. Gut. Das ist eine ganze Menge Laderaum, die wir jetzt auch verlieren. Aber ich habe sowieso nicht das Gefühl, dass wir irgendwie Schiffe entern und groß Ladung mitnehmen. Nein, gegenwärtig nicht. All das meiste kannst du auch in meine Kajüte bringen lassen. Das ist überhaupt kein Problem. Also bei den Mengen, die ihr jetzt eingekauft habt, Na gut. Also der Käse, ja, der ist ein bisschen groß, aber wir müssen ja auch viel essen. Ja, ihr habt natürlich recht. Ich bin mal sehr gespannt. Ich war noch nie auf einer zwergischen Hochzeit. Das kann ich mir vorstellen. Es wird, es kann vielleicht etwas rabiat zugehen. Du solltest aufpassen. Ich glaube, du bist nicht so robust gebaut. Ich weiß nicht, ob ich denn dabei sein möchte. Du kannst es dir von einiger Entfernung aus anschauen. Aber du kriegst auf jeden Fall etwas vom Käse ab. Na, das ist gut. Ja. Okay, ich wollte euch nur Bescheid sagen, dann lasse ich das alles verladen und sichern und dann. Sehr schön, sehr schön. Ja. Gut. Aber wo sind denn die anderen? Es ist noch nicht mal Abend und ich scheine der Einzige zu sein. Oh. Seltsam. Ja, so könnt ihr nach und nach wieder zusammenkommen. Abelmir löst sich irgendwann von all den Büchern, die dich teilweise auch ein bisschen verrückt machen, weil du das Chaos nicht durchschauen kannst und auch immer wieder du ein paar Punkte entdeckst, die du nicht ganz verbinden kannst miteinander. Ja, bis du dann irgendwann wieder aufs Schiff zurückkommst. Rafim kannst du dort erkennen und auch Boltax, die dann wohl gerade wieder zurückgehen zu Zulamin. Ah, Boltax, habt ihr alles bekommen, was ihr wollt? Oh ja, ich habe freulicherweise sehr guten Käse einkaufen können. Ich war ganz überrascht. Wozu braucht man Käse? Das ist für die erste von den 36 Traditionen sehr wichtig. Für das letzte einsame Mal. Nun, am Vorabend von jeder Zwergenhochzeit. Nun ja, eigentlich 6 Tage davor, aber wir haben nicht die Zeit. Deshalb quetschen wir das alles ein bisschen in eine passende, gefälligere Zeitdimension, nicht wahr? Da findet das letzte einsame Mal statt, wo Bräutigam und Braut jeweils ein großes, aus einem Käserad geformtes Stück essen. Der Rest des Käserads wird dann zur Verköstigung auf der Hochzeit angeboten. Nun, es ist eine sehr schöne Tradition und das Käserad ist mit köstlichen Pilzen gefüllt. Warum nehmt ihr keinen Kuchen? Wieso einen Kuchen? Abelmir. Kuchen? Im Horusreich ist ein Hochzeitkuchen üblich und kein Hochzeitskäse. Oh, nein, das missversteht ihr. Wir haben Ehebräu. Das ist das, was... das setzen wir auch eigentlich 6 Tage vorher an, aber wir werden es am Vorabend gemeinsam ansetzen. Ach, das wird lustig. Ich freue mich schon, mit euch das Ehebräu zu brauen. Mit mir? Ich verstehe nichts von Bierbrauen.
Wein, damit könnt ihr euch dienen, aber mit Bier? Aber mir, das ist eine Tradition. Ich sammle mir ein paar Leute um mich herum und ich erkläre euch das alles später ganz genau. Aber wir werden den Vorabend gemeinsam verbringen. Du und ich und Rafim und... Der Käse. Und der Käse, ja. Ja, Serpentilio wird auch dabei sein und Zulamiten vermutlich auch. Nun, ich habe einen guten Wein, der würde zu einem Käse passen. Das ist keine schlechte Idee. Bei einem guten Wein sag ich nicht nein. Und es ist so ein besser als Bier. Nun, das Bier wird ja auch gebraut am Vorabend. Das muss jetzt dann, ja, nicht wahr? Also normalerweise würde es auf der Hochzeit verköstigt werden. Aber ich weiß nicht, ob das Bier so schnell, gärt. Die Hefen müssen arbeiten. Das bereitet mir noch etwas Bauchschmerzen, wie wir das alles hinkriegen. Aber vielleicht fällt mir da noch was ein. Ihr wollt Bier auf einem Schiffern? Ja, na, natürlich. Nur ich dachte immer, diese Bierfässer müssen ruhig gelagert werden, wie bei einem guten Wein. Nun, die Sache ist die, es ist kein großes Fass, sondern eher, nun, es sind vielleicht 4-5 Schank. Es ist nicht viel, was wir ein Bier brauen. Denn es ist ja nur für mich und für Angroschminia. Es ist, wie gesagt, das Hochzeitsbräu, das man zur Hochzeit trinkt. Ah, es ist eine spezielle Tradition. Genauso wie das Schmieden des Eherostes oder das Anfertigen des Hochzeitssteins. Was ist denn ein Eherost? Nun, das ist die Schlafstätte, auf der die Zwerge dann schlafen. Das neue Ehepaar. Ich dachte immer, darauf macht man Fleisch beim Rost. Eben. Aber vielleicht macht man ja. Nee, vergiss es. Also, Abelbier. Jetzt werde ich aber ganz rot bei dieser. Ja, wie auch immer. Nun, und dann findet natürlich noch das Binden des Stammbuches statt und die Berufung der Pfeiler und am Ende des Abends die Pflege der Füße. Ja. Wie lange soll das Ganze dauern? Nun, das ist der Vorabend. Der Tag der Trauung wird viel anders. Da fängt man an mit dem Verlesen der Familie des Bräutigams, dann die Verlesung der Familie der Braut, dann der Schwur des Feuers, der Schwur des Erzes, der Schwur des Humus, der Schwur des Wassers, der Schwur der Winde, der Schwur des Eises, dann das Malen der Edelsteine, das Auftragen des Edelsteinpulvers, das Austauschen des ersten Brautgeschenks, also des Hochzeitssteins, dann das Austauschen des zweiten Brautgeschenks, also des Eherostes, dann das Austauschen des dritten Brautgeschenks, also des Stammbuches. Dann wird das Ehebräu verkostet, der Segen der Asche wird gegeben, dann findet die Feuerprobe statt, der erste Pfeiler des Bräutigams hält seine Rede, der zweite Pfeiler des Bräutigams hält seine Rede, der dritte Pfeiler des Bräutigams hält seine Rede, dann der erste Pfeiler der Braut, der zweite Pfeiler der Braut, der dritte Pfeiler der Braut, dann findet die Predigt von Angroschs Geschenken statt, schließlich findet der Kuss der Ringe durch die 6 Pfeiler statt, dann der Schwur der Braut, dann der Schwur des Bräutigams und zum Schluss das Anstecken der Ringe. Ja, eigentlich keine große Sache. Ich verstehe langsam, warum es so wenig Zwergenhochzeiten gibt. Oh, nun ja, ihr habt schon recht, das geht alles etwas plötzlich. Normalerweise ist eine Zwergenhochzeit 2-3 Wochen lang. 2-3 Wochen? Ja. Und dabei müssen alle zusammenbleiben? Ja. Bei den Göttern. Ah. Es ist ein wundervolles Fest. Einzigartig. Ist schon jemand bald eingeschlafen bei so einem Fest? Naja, zwischendurch schläft man natürlich. Auf den Bänken, unter den Bänken. Es wird viel gefeiert. Das klingt nicht sehr komfortabel. Oh, doch, doch, doch. Eine Zwergenhochzeit ist immer sehr komfortabel. Meistens schläft man in irgendwelchen Stollen. Aber das ist hier schwierig. Ja, in der Tat. Für die Feuerprobe musste ich mir etwas einfallen lassen. Normalerweise wird dort von einem Angroschpriester ein Flammenstoß aus der Erde selbst herausgeboren. Aber das geht auf einem Schiff schlecht. Deshalb habe ich mir eine Menge Holzkohle und eine große Feuerschale bringen lassen, durch die Angroschminia und ich dann mit nackten Füßen laufen müssen. Ah ja. Wie gesagt,
fremde Zwerge, fremde Sitten. Ja, ja, das ist bei euren Hochzeiten nicht üblich, oder? Nein. Wir Menschen haben eine sehr kurze Hochzeitszeremonie. Aber Kuchen habt ihr, habe ich gehört. Ja, und keinen Käse. Naja, andere Menschen, andere Sitten. In der Tat, in der Tat. Es wird jedenfalls ein rauschendes Fest. Und der Käse ist wirklich vorzüglich. Bolters, ich habe jetzt einen blöden Stein dahin getragen. Ach, Abemir, du bist auch wieder da. Ja, auch schön, dich zu sehen. Wie geht's deinen Händen? Habt ihr noch einen Finger verloren? Nein, nein, nein. Kapitana? Oh ja. Holger? Wir sind bereit zum Auslaufen, wenn ihr nichts weiter habt. Es sind alle wieder an Bord, die von Wichtigkeit wären, sag ich mal so. Auch der neue Geschützmeister? Jawohl. Gut, ja, dann die Herren hat... Geschützmeister? Ein Zwerg, ja. Oh. Ach, wolltet ihr das jetzt ihm sagen? Gute Auswahl getroffen. Nein, das könnt ihr ihm gerne sagen. Ich wollte nur wissen, ob die Herren noch etwas zu erledigen haben oder ob sie ihre Geschäfte ebenfalls abgeschlossen haben. Nun, ich habe mir die Bibliothek dieses Kanitianus angeschaut. Eine seltsame Sortierung, aber ich konnte nichts wirklich finden, was mir uns weiterhilft. Vor allem eine seltsame Mischung, oder? Aber darüber können wir später reden. Wenn wir bereits zum Auslaufen sind, dann denke ich, sollten wir das tun. Talusa? Talusa. Also gut, das wohl. Dann gebe ich das so weiter an Kapok und den Silem. Danke, Herr Wulgard. Noch irgendwas? Soll ich Borger schon oben schicken? Ja, er soll sich vorstellen. Gut, dann macht schon mal eure Finger warm. Das wohl. Und damit knallt sie die Tür wieder zu und stiefelt davon. Ist das vielleicht zwergische Sitte? Nein! Er ist offensichtlich taub. Ich vermute einen Berufsunfall. Ah. Also müssen wir mit den Fingern mit ihm reden. Hm. Ja. Ich hoffe, das klappt. Gut in Attack. Ich kann rudimentär sprechen. Nun, ich nehme an, dass Havulgard Attack spricht, denn sonst hätte sie ihn wohl kaum für tauglich befunden oder anheuern können. Das heißt, sie wird in jedem Fall in der Lage sein, Befehle weiterzugeben. Und das ist gut. Naja, wir werden ja gleich sehen, wie es läuft. Ich habe ihn selbst auch noch nicht gesehen. Ist er denn gut? Wie gesagt, Havulgard hat ihn für tauglich befunden. Ja, es klopft an der Tür und ohne dass ihr ihm ein Zeichen geben könntet, was er sowieso nicht hört, wird die Tür aufgemacht und ihr könnt sehen, wie dort ein ziemlich dünner Zwerg in der Tür steht mit einem sehr langen Bart. Hat sicherlich schon 200 Jahre gesehen, würde Boltax schätzen. Das ist also schon ein relativ altes Exemplar. Und macht dann die Tür wieder zu und würde dann einmal die Hand zum Gruße heben. Ihr könnt erkennen, er hat nicht nur eine Schürze aus Leder, sondern er hat sie sogar bestickt und zwar mit seinem Namen Borgasch. Sowohl einmal in den Rogolanschen Runen als dann eben auch mit Kurslecker Zeichen. Hallo, ich bin Borgasch und damit tippt er sich auf seinen Titel. Ich dachte, er ist taub und nicht, dass er stumm ist. Das geht manchmal einher. Sagen mal, willkommen in Attack? Oder vielleicht würfeln wir alle mal Attack, um zu sehen, wie es läuft. Ja, ihr könnt einfach mal alle auf Attack würfeln. Dafür ist es da. Wie beholfen oder unbeholfen ihr seid. Boltax 5, Rafim 8, Sulamin 7 und da haben wir mir einen Punkt. Ich frage ihn, willst du ein Bier? Er nickt und kommt dann noch heran, setzt sich dann auf an den Tisch heran, also nicht auf die Couch, sondern würde sich dann an den Tisch setzen zu Abelmir, der da zurzeit eigentlich wie immer alleine ist. Er starrt kurz den Schädel von El-Haki an und dreht dann den Schädel einmal komplett um 180 Grad herum, sodass die Augen von El-Haki in Richtung des Bettes schauen und nicht mehr ihm dann oder zum Sofa folgend. Ich mache ihm ein Bier fertig. Ja. Und stell's ihm hin. Ja. Klopf ihm dann auf die Schulter. Ich bin Geschützmeister. Ich bin gut. Ich komme aus Xorlosch.
Dolosch, gute Stadt. Freut mich, dich an Bord haben. Er nickt. Ich war schon in vielen Kriegen. Nicht nur auf See, auch in der Wüste. Oder im Wald. In der Wildermark. Überall. Was hat er nach Wüste gesagt? Das Handzeichen kannte ich nicht. Ich glaube, Wald? Oder Gestrüpp? Ich bin nicht sicher. Ja, er hatte schon viele Einsätze, Boltax. Mhm. Das ist gut. Solamin signalisiert Freude und macht so eine Geste, die uns alle einschließt. Also wir freuen uns, ihn bei uns zu haben. Kennt ihr Zwergenwitze? Er nickt und fängt dann sehr schnell an, mit den Fingern einen Witz zu formulieren, dem du sowieso nicht folgen kannst. Rafim blickt dann irgendwann sehr säuerlich und Boltax braucht ein bisschen länger mit Übersetzung, fängt dann aber an zu prusten. Ja, da hat er recht. Die Spinnen. Sulamin, kannst du ihn fragen, warum er so dünn ist? Er sieht ja richtig abgemagert aus. Sulamin, versucht's mal. Musstet ihr Hunger leiden? Kein Hunger. Ich lebe lange unter Menschen. Boltax auch. Er schaut zu Boltax. Boltax ist mindestens 90. 85, aber das hat er gut erkannt. Er ist noch jung. Hat er recht. Sulamin versteht jetzt erst. Er überlegt kurz, er legt seinen Kopf so ein bisschen schief und dann fragt er Boltax, 10 Jahre unter Menschen? Ich überlege, 35. Er überlegt wieder, nickt dann und signalisiert dann 150 Jahre zurück. Ich schlucke etwas. Reife Leistung. Boltax, habt ihr noch euren Babyspeck oder was? Was sollte das heißen? Nun ja, Neugeborene haben eine natürliche Speckschicht und manche verlieren sie, manche nicht im Laufe ihrer Jugend. Im Ernst? Das gibt es bei euch Menschen? Ja. Nun, wir Zwerge haben so etwas nicht. Sulamin erklärt dem Zwerg derweil mal, wir haben eine zweite Geschützmeisterin. Die habe ich kennengelernt. Mögt ihr sie? Er überlegt und dann schüttelt er mit dem Kopf. Sulamin signalisiert, verrückt, will Dinge anzünden. Deswegen brauchen wir euch, damit ihr sie im Auge behaltet. Das kann ich verstehen. Und den Befehl übernehmen könnt, wenn sie etwas Falsches tut. Also wir machen ihn zum ersten Geschützmeister und sie bleibt Zweite. Kein Problem, hat er so verstanden. Wie übermittelt ihr Befehle an die Mannschaft? Mit Attack. Ich schau mal so nur die Frage an. Beherrschen denn alle Attack Mord unter Deck? Naja, sicher mit mir nicht. Die Geschützmannschaften schon, weil du verstehst dann sonst ja auch gar nichts mehr. Das ist wohl wahr. Wenn erstmal die ganzen Breitzer rausgerotzt werden, dann ist das da so laut. Ja, also nachladen und feuern werden die schon hinkriegen. Okay, dann prüft, ob die Mannschaft euch versteht und übt mit ihnen. So verstanden. Ich würde ihm noch signalisieren. Ich freue mich, dich auf unserer Hochzeit begrüßen zu dürfen. Er nickt. Ich gratuliere schon jetzt. Viel Erfolg. Bis später. Dann nimmt er sich. Ich will auf Abelmir Boltax zeigen, die beiden heiraten. Nein. Ich bin gar nicht. Du hast Attack 1.
Er nimmt sich sein Bier, was er bisher noch nicht angerührt hat, und geht dann mit dem Humpen nach draußen. Boah, Abschiedsgeste. Und wenn er draußen ist, zuckt Zulamin die Achseln. Ich denke, wir hätten das schlimmer treffen können. Ich denke, der wird jetzt meine Frau angraben. Aber der ist so schlank. Der hat keine Chance. Wie alt ist er denn so in Menschenjahren? Ist er schon ein Großvater, Boltax, oder? Nun, da Zwerge bis zu 1200 Jahren werden können und er so in etwa, nun, vielleicht 250, 300 Jahre ist. Gut, also noch nicht wirklich ein alter Mann. Nein, in Relation gesehen wäre ich und Daldor genauso ihr gerade einmal vielleicht 17 oder 18. Er ist vielleicht 35, 40, so um den Dreh. Interessant. Also 1200 Jahre, die ältesten Zwerge können bis zu 1200 Jahren werden. Ja, aber Xenos ist eine Ausreißer. Xenos ist eine Ausreißer, also die meisten sind so nach 400, 450 Jahren weg. Nee, tatsächlich gibt es einige Zwerge, die über 700 geworden sind und einige sogar 1200. Also 1200 ist so 100 Jahre bei uns. Ah, okay, gut. Also, das stand zumindest damals in dieser Spielhilfe. Es gibt eine Alterstabelle für Zwerge im WDS, glaube ich. Da steht drin, also ja, 100 Menschen werden auch 100, klar. Mhm. Aber so ganz grob, Zwerge werden so roundabout 500 Jahre. Okay, gut. Also, wie gesagt, das, was ich damals aus dieser Spielhilfe rausgenommen habe, 1200 Jahre, entspricht so etwa dem Maximalalter, was ein Mensch erreichen kann. Also wirklich so Ausnahmen, Xenos oder... Xenos ist ein verhüllter Meister, der kann deutlich älter werden. Ja, aber das sind wirklich Ausnahmen. Ja, das stimmt schon. Aber ich habe ja gesagt, das Älteste, was ein Zwerg werden kann, ist so 1200. Gut.